Der Bus kommt übrigens nicht mehr an, wollte ich nur sagen. Brauchen Sie sich hier nicht weiter hinsetzen und warten. Sie auch, Milady. Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier in Dying Light 2. Wir sind nach wie vor hier in diesem kleinen Tunnel oder sind in diesen kleinen Tunnel zurückgekehrt, in dem wir das erste Mal Waltz persönlich getroffen haben, der hier dann auch flugs die ganzen Peacekeeper, die sich hier mit versammelt haben, gleich mal mit erledigt hat und uns ordentlich eine mitgegeben hat mit, vermutlich storyrelevanten und noch zu ergründenden Superheldenfähigkeiten. Oder zumindest mit einer sehr starken oder ja, übernatürlichen Kraft, die er da in welcher Form auch immer bekommen hat. Wir können vermuten, dass es auch zusammenhängt mit den Experimenten, die er in der Forschungseinrichtung mit uns, den Kindern, gemacht hat. What? Warum hältst du dich denn da jetzt nicht fest? Ich war gerade am Erzählen und jetzt unterbrichst du mich, indem du da nicht, dich nicht dran festhältst. Was soll denn das? Mensch, geht ja gut los. Dann ich meine Minute drin und schon bin ich tot. Classic. Genau, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, vermutlich mit der übernatürlichen Kraft, eventuell hat das mit den medizinischen Forschungen, die er an den Kindern da gemacht hat, zu tun, da will ich nicht rein. Aber all das ist Zukunfts. Das ist alles, was für die Zukunft etwas, was wir noch mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit auch rausfinden werden. So, warum hat er sich dann vorher nicht festgehalten? Das verstehe ich gerade nicht. Egal. So schlimm ist es nicht. Wir haben ja diesmal zumindest wirklich nicht viel verloren. Oder zumindest auch nicht viel Zeit verloren. Der Bus kommt übrigens nicht mehr an, wollte ich nur sagen. Brauchen Sie sich hier nicht weiter hinsetzen und warten. Sie auch, Milady. Oder der Herr, ich weiß es nicht. To be honest, weiß ich es nicht. So, während wir uns hier weiter den Highway entlang begeben und hoffen, nicht noch einmal abzustürzen. Ich schätze mal, da ist es relativ sicher, wenn das Auto jetzt nicht runterfällt. Nö. Ah, irgendwas ist runtergefallen. Kommen wir hier irgendwie durch? Oder müssen wir da wohl oder übel die Chemikalien treten? Ich vermute mal, ne? Ja. So, da kommen wir hoch. Er hält sich fest. Liegt hier Loot? Nee, oh. Vermutlich muss ich hier lang, ne? Ja. Hä? Der hangelt sich darüber? Aber das ist neu. Warum macht denn der das? Warum ist der da jetzt nicht... War das zu waagerecht quasi? Dass er sich da nicht hat drüber rollen können mit seinem tollen Roller? Ich hätte mir das vorhin auch machen sollen, ne? Nee. Doch! Das hat funktioniert. Ich dachte, ich hätte in die falsche Richtung gedreht. Batterie. Oh, oh, oh. Sehr schön. Nope. That was not it. That was not it. Das sah so gelb aus. Das ist ja das universelle Zeichen dafür, dass man irgendwo langklettern kann, aber hier offensichtlich... Oh, come on! Also jetzt wird's lächerlich. Man kann ja nicht mal einen Quicksave machen. Naja.
Ach. Er hat sich schon wieder nicht festgehalten. Ich meine, ja, ich habe auch vergessen oder zu spät die Springtaste gedrückt. Aber, ach Mann, der hatte ja noch Ausdauer. Warum hält er sich denn da nicht fest? Nun gut, also. Diese Folge wird auf jeden Fall gespickt sein mit allerlei Toden, vermute ich jetzt mal. Also sie ist schon gespickt durch, oder mit allerlei Toden. Aber es wird nur lustiger für euch, also lustig, aber nicht unbedingt gerade so, dass man da wirklich weiterkommt heute in der Folge. Vermute ich jetzt mal. Gibt es auch keinen Loot mehr, den habe ich alle schon mitgenommen. Nun gut, das ging ja hier alles. Das habe ich ja... Ich wollte gerade sagen, das habe ich ja relativ flawless geschafft. Also, irgendwie... Es wirkt vermutlich für euch so. Aber ich mache das wirklich nicht mit Absicht. Es ist einfach nur... Ich weiß nicht, ob das besser ist. Vielleicht soll ich sagen, ich mache das mit Absicht, um die Folge hier zu strecken. Und um das Let's Play ein bisschen zu strecken. Aber nee, es ist, ich bin einfach nur unfähig. Mehr ist da nicht. Also es ist wirklich nicht mehr. Ich habe mich gerade nur kurz am Kopf gekratzt und bin weitergelaufen. Ich dachte, naja, was Schlimmes wird schon nicht passieren, wenn ich mich mal kurz kratze. Ich werde ja nicht durch irgendein random Loch fallen, aber ja. Ne. Nun gut. Jetzt wissen wir auch, dass es da Löcher gibt, durch die man offensichtlich auch runterfallen kann. Mach ich nicht nochmal. Hier muss ich ohnehin durch. Ach doch, hier hätte man drüber klettern können. Sehe ich gerade. Close call. Close call. Almost blew it again. Also das, wie gesagt, finde ich auch ziemlich weird. So, das schafft man ja mit ein bisschen weniger Ausdauer gar nicht. So, hier war ich auch schon mal. Dann war ich verwirrt. Jetzt muss ich hier mal gut nachsehen. Ach, ich muss hier sowieso runter. Ich komme hier gar nicht rüber. Ist vielleicht auch besser, wenn ich ein bisschen weiter unten bin. Kann ich nicht so tief fallen. Gut, aber ich würde mal behaupten, das Gefährlichste habe ich durch, oder? Auch wenn ich da jetzt vermutlich nicht looten kann. Ihr habt was entdeckt. Die Frage ist nur... Hier, meine Güte, ich bin aber auch blind, ey. Hier würde ich nicht so runterrutschen. Das sieht sehr ungemütlich aus über die Solarpaneele. Dass er sich da nicht sein ganzes Hinterteil aufgerissen hat, ey. Harter Typ. Tschüssi. Yeah.
Tschüss. Wow. So, meine Güte, ey. Oh, aber da. Nee, das will ich nicht. Reicht auch die Medizin hier. Nicht verschwenderisch sein. Wir sind hier nicht hetzen. Ein Wurfspeer. Nicht gereicht, ey. Würde ich auch machen. Bis mir der Waffe rumfuchteln und währenddessen halt einfach drauf gehen. Cleverer Bursche. Sehr cleverer Bursche. So, hier nehmen wir den Loot noch mit. Da oben. Nö. Macht ja nichts. Oh. Was soll ich nicht machen? Der belabert mich hier, während ich loote, ey. Keine Ruhe, der Typ. Oh. Das nehme ich noch mit. Das nehme ich auch noch mit. Hallo. Anscheinend doch nicht. Das darf ich aber wieder mitnehmen. Na gut. Ah, eine güldene Münze. Eine gülden Coin. Vorsorglich schon mal das Licht hier angemacht. Ah, hier liegt da noch Loot. Gib mir die Wurfmesser bitte. Habe ich vorhin gerade welche verwendet. Brauche ich alle wieder. Ich vermute, hier geht's nicht mehr weiter. Nee. Sieht ein bisschen ungesund aus. Na, dann machen wir mal rein. Ich habe das Gefühl, ich muss durch diese Tür hier. Ah. Meine Gefühle. Always great. Und so. So, wie komme ich denn jetzt da in? Ich denke mal, irgendwie wieso? Yes. Nee. Also das schon mal nicht. Damit komme ich doch niemals. Hä? Ich bin nicht wieder verwirrt. Oh Gott, das ist so eine parkourlastige Folge. Jetzt schon. Da kann ich mich an den Dingern irgendwie festhalten. Ah. Ist ganz alleine rausgefunden. Und ich hab's ganz alleine versaut und mir vermutlich das Bein gebrochen. Ich mache aber einfach weiter. Ah, deshalb gibt's das da. Mhm. Okay, also ich merke, ich bin richtig on fire heute. Also meine Güte. Macht mir richtig Spaß gerade. Hat es schon gereicht hier? Ja. Och. Ey, ich krieg echt gleich die Krise. Ohne Mist. Weil er wieder sich an irgendwelchem Scheiß grammelt hat. Als ich irgendwie an die Decke gesprungen ist und deshalb nicht so weit gekommen ist.
God damn it, ey. Ich dich auch, mein Freund. Okay, das war nicht gut, aber ich meine, ich bin durchgekommen. Zumindest beim Kämpfen habe ich nicht so viele Probleme. Wohl aber beim Looten, denn mein Inventar ist nach wie vor voll. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie sehr mich das hier gerade triggert, dass ich nicht alles mitnehmen kann. Aber gut, so wichtig wird es, denke ich mal, schon nicht gewesen sein. Da liegt auf jeden Fall noch was Gelbes. Ein Item! Ich habe ein Item gefunden. Ja, hier geht's nicht auf. Muss ich wirklich runterfallen? Ja. Ich hatte Angst, wieder in den Parcours-Teil zu kommen. Ich hatte wirklich Angst davor, das nochmal machen zu müssen. Ich habe wirklich Panik mittlerweile vor irgendwelchen Parcours-Sachen. Ich werde das auch ganz bewusst ans Ende schieben. You? I already killed you once. This time, I'll do it right. You're one of my curious. Good. Before I kill you, you'll get a chance to witness something spectacular. Everything comes full circle. We return to the beginning. And now, you will witness history in the making. A history? 5 years old? You tortured kids! We were kids! You were part of something greater. You owe it to me that you are still alive. That you are stronger than others. Special. That you are stronger than I could have imagined. Yet not as strong as me. Any last words? What have you done to my sister? Sister? What have you done to Mia? Aiden, you're alive. Run! Wait, I gotta take it. What the fuck? Run! He's transforming! Oh nein. Das ist wieder irgendwas Parkouriges. Das ist ein guter Punkt, weil er stand jetzt wirklich Ewigkeiten nur da. Frag mich aber, warum die uns gerettet hat. Wenn sie uns ein paar Minuten mehr Zeit hätte geben können. Thank you.
Da drüben ist die schon, meine Güte, ist die schnell. Ja, schon klar. Dafür kannst du dich nicht so gut schwingen wie ich. Also auf jeden Fall nicht beim ersten Versuch, weil ich werde hier sicherlich noch mindestens einmal sterben. Wenn ich irgendeinen Fehler beim Parcours mache. Ja, meine Güte, du könntest auch einfach die Tür aufhalten, Mädel. Anstatt sie mir ins Gesicht zu fracken. Wie wär's mal damit? Hallo? Nee, boah, jetzt heute nicht. Wow, du hast... Achso, ja, hier ist keine Tür drin, die dir ins Gesicht knallen kann. Schön, ne? Ich meine, gut, sie hat uns vermutlich das Leben gerettet. Schon wieder! Die ist... echt schlimm, ey. Nicht mehr normal, was sie hier abzieht. Ganz dünnes Eis, Mädel. Ganz dünnes Eis. Schöne Musik. Allgemeine Theme-Musik von Dying Light 2. And you? Why are you helping me? Show me your arm. Come on. I won't bite. Well, not hard. We have something in common. I was one of that crazy fucker's subjects, too. Mia? Did you know a girl named Mia? Mia? No. Who's Mia? She's my sister. We were at a GRE place together. I have to find her. Well... she's alive, she must be pouring herself for water somewhere in the city. What? Not that I'd blame her. What are you saying? Fuck you! Whoa, Gadjo. Sign of the times. World we live in. Just saying. I have to find her. Well, first let's fuck out of here. Not sure we managed to ditch that psycho. Hey, wait! Hell, she's fast. Ja, das stimmt. Aber ja, zumindest auch wenn ich viele Sachen hier bisher ein bisschen schlecht gemacht habe, möchte ich mal sagen. Die Story, die funktioniert auf alle Fälle. Die finde ich gut. Das haben sie wirklich gut geschrieben. Finde ich. Also sich so ein bisschen darauf konzentriert, nimmt die schon ein bisschen Fahrt auf. Da habe ich immer noch Platz im Inventar, ne? Naja. Hier. Naja, so macht's mir zwar jedes Mal die Türen zu. The military, they're here. Bring them in. The Earth to Aiden. Man, you were just a million miles away. Do you have nightmares about what he did to us?
All the time. That's why I want to kill the fucker. Waltz is number 3 on my list. So, Waltz experimented on you? When? How long? When? It's blurry, the time I spent there. But I was a lucky one. Managed to run after a few weeks. I don't remember you. I'll take that as a compliment. Those who do don't usually have fond memories. Most prefer to forget me, if they survive. But you ran. Sort of. What about the rest of the kids who were in the hospital? Oh, man. Someday someone will write a book about it. And it ain't gonna be a bedtime story. Most of them are gone. I ran across one guy, though. He'll sleep with a knife in his hand for the rest of his life. In the refrigerator he converted into a shelter for himself. That he'll never leave. We didn't organize a therapy group, if that's what you're asking. Wait, you got a hit list? Seriously? Do I look like I'm kidding? The city's got a lot of trash, and I'm the maid who's gonna make it the capital of cleanliness. Who else is on it? Besides Waltz, Butcher, Hakon, and... You know what? It's a very long list. There's a few small fries that deserve a bolt between the eyes as well. And by whose authority are you doing this? You kidding me? The highest court of justice in the land. My own noble authority, Your Honor. And you? What were you doing with that bastard Hakon? You'll have a hard time believing this, but he saved my life. When I came to town, I was infected, and no biomarker. People at the bazaar wanted to hang me. Sure, I'd do it myself. But he got me out of there, got me a biomarker. Can't believe he duped me. He dupes everyone, like everyone. I trusted him once too. Really? Tell me about it. Maybe someday. But my story's similar to yours. He tricked me, and people died. Better forget about him. Or do like me. When you see him next, make sure you have a crossbow and a bunch of bolts handy. Okay, enough chatting. Let's go. Bossy. I like that. We gotta go. Gar nicht mal so unsympathisch, das Mädchen. Immerhin ist er erst nach dem Gespräch bewusstlos geworden. Finde ich ganz gut. Aiden, you there? Yeah, I'm coming. Wow. I thought you were gone. Apparently, Waltz was doing these experiments on the sly. Fucking psycho. And no one in the GRE noticed? At some point they did. I heard that's why they kicked him out. Too bad it was too late. Hättest du nicht einfach nach mir gucken können oder so? And Hakon, so I see you on the list. Because he killed Lucas? No. I like those blue puppets, the PKs. But no, I don't give a shit about Lucas's death. And why then? That, my dear, is a long story for another day. Let's just say everyone on that list deserves a headshot. And Hakon deserves something worse. Fuck! This was always open. We're locked out. Fucking great! This is a GRE facility, isn't it? Oh man, it worked! Where did you get that? You know Dylan? How do you know Dylan? No is an overstatement. He contacted me because he wanted to escape the city and Waltz. He was frightened. Something must have happened, or he found something. What could he have found? I don't know. He knew I was in touch with Frank, but then Dylan just disappeared, stopped making contact. Dylan gave me this before he died. Waltz killed him. Fucking... So he got him after all. Also, Dylan told me to find someone named Luan. You know who that is? Maybe we were meant to meet each other. The universe brought us together for some fucked up reason. What? I am Luan. Dylan wanted to contact Frank. He said the PK commander, Lucas, found something. Something Waltz had been looking for a long time.
He wanted to escape the city so that Waltz wouldn't get it. The GRE key? I have it now. Probably. Lucas died because of this gizmo. Dylan too. Watch out. Or you'll be next. It's valuable. For Waltz, invaluable, I suppose. So you'd better not lose it. Look out! What's going on? Impossible. Waltz must have switched on the generators. Waltz? But why? Don't have a clue. Who knows what's in that fucker's head? Come on. Hurry, ladies before and they gentlemen, go off again. The train is delayed. The Metro service is sorry for any inconvenience. Please mind the gap. Thank you for your attention. You're fucking welcome. Hurry, Aiden. Seems we have a clear path to the central loop. Ja, es wäre halt echt gut, wenn du dich nicht ständig rumguckst, stehen bleibst. Habe ich denn jetzt den Bogen? Oh mein Gott, endlich. Meine Gebete wurden erhört. T2-Pfeil. Wie kann ich das jetzt abbrechen? Hold B to cancel the shot. Okay, ich kann die Pfeile nicht wieder aufsammeln. Das ist unfortunate. It's nearby. Yeah, Inhibitor Container. Eine Rocker Jacket, ne, die würde ich gerne mitnehmen. Da müsste ich mal gucken, ob ich hier noch was Weißes liegen habe. Ja. Dankeschön. Are we going or what? Ich denke mal schon. Wir werden gehen, und zwar werden wir in eine wöchentliche Pause gehen. Denn die Folge ist schon relativ weit fortgeschritten. Deshalb würde ich sagen, wir beenden die hier auch an der Stelle und finden das nächste Mal hier heraus und folgen da LaWan. Und ja, wir werden sehen, wie sich die Geschichte um Waltz weiterentwickelt. Aber das erfahren wir natürlich erst in den nächsten Folgen. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche, einen schönen Stream, der dann gleich beginnt, 20.30 Uhr auf twitch.tv/wellplayed. Da sind wir wieder in Chernarus unterwegs und spielen ein bisschen DayZ. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao!